Life in the city became unbearable ever since my life left me. Months seemed like years, and my job provided no satisfaction whatsoever. I didn't even have any friends in the city, and I didn't particularly care either. I hated it all. But I remembered my parents' old house in the woods near the city, where I used to live 10 years ago. Since they moved away, the house was empty, but I still had the keys. I decided to move there for a short time, just to get some fresh air, to feel at least something again. I had a feeling that this is what I needed more than anything in the world. The journey didn't take too long. I reached the house and decided to stay here for a week. Everything was going fine. Until I heard strange noises outside the house one night. They were driving me crazy. I took a deep breath and decided to go and check it out. Und dann willkommen zu meinem Slender's Woods Let's Play. Jetzt sind wir dann offiziell dann wohl jetzt hier in diesem Haus. Ja, erstmal hier erstmal ein bisschen rumgucken. Wie gesagt, jetzt ist das totale Horror-Let's Play. Hier ist noch so ein Bild. Schön. Ich muss dazu sagen, die ersten paar Sachen spiele ich nicht ganz blind, weil ich nämlich ein paar Mal schon versucht habe, den Scheiß aufzunehmen und es hat immer nicht geklappt. Entweder waren die Videodateien einfach nur für den Arsch oder sie waren einfach nur für den Arsch. Und ja, das ist das dritte Mal. Und ich bin auch von The Gaming 1590, meine ich, so heißt der Gute, gefragt worden, ob ich jetzt auch mal ein Slender's Woods Let's Play machen kann. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich mache noch mein Super Mario World Let's Play fertig und dann kommt Slender's Woods. Und dann sind wir jetzt hier im Haus. Besser gesagt, vorm Haus. Draußen. In dem dunklen Wald. Und ohne Scheiß, Leute, es ist das absolute Horror-Let's Play. Es wird voll von Schockeffekten. Einem komischen Zombie namens Slenders, der einen die ganze Zeit einfach nur stalkt. Und voll von mysteriösen Geheimnissen. Sein. Also, das Spiel ist einfach nur cool. Und ja, ich werde mich, ich weiß nicht, wie oft erschrecken. Underground Tunnels. Wenn ich jetzt hier gehen, wie gerade, ich habe schon jetzt wieder wahnsinnige Panik vor Mr. Slenders. Ah! Wow. Ja, genau das meinte ich. Wir sollten vielleicht wieder zurück zum Haus gehen. Oh mein Gott. Wie gesagt, das Spiel ist nicht ohne. Das Spiel ist alles andere als nervenschonend. Aber es ist witzig. Ja, dieses Rascheln im Gras, das sind wir. Nicht, dass hinterher auch noch solche Panikattacken bekommt. I don't feel like exploring the forest. I should get home. Dann geh nach Hause. Dann, ja, super. Hast du sogar gemacht. Huh, that wasn't here before. Ja, es hat ja jemand so ein Gitter vor die Tür gestellt. I'm really trapped. Something really weird is going on. Wait, is that a note? What is it doing here? Progress saved. Sehr schön. It says construction site west. Okay. Also müssen wir jetzt quasi mal nach Westen gehen. Also da habe ich wohl aber auch noch nicht wirklich durchgeblickt, was das denn jetzt bedeuten soll. Wenn wir nämlich jetzt nach Westen gehen, am Baum vorbei, mitten durchs Gestrüpp, dann sind wir hier. Alles klar. Dann ist er wohl mit der dann ist damit wohl. I need a key to open this. Ist nicht wahr. Und dieser besagte Schlüssel ist bei dieser komischen Ruine, bei der wir gerade eben schon ganz kurz gewesen sind. Und diese Ruine müsste man nicht auf diesem Weg hier sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg war. Ach, hier sind noch ein paar Laubblätter. Ich fand's auch geil, dass man in der
dass man in diesem Haus sogar die Waschmaschine samt Klamotten sehen konnte. Plus den Schaum vom Waschmittel. Deine Mama. Macht mir nie wieder so eine Angst. Oh Gott. Es ist dunkel. Dementsprechend sieht man auch. Ey, ist die Batterie von der Taschenlampe vielleicht? Jetzt sind wir wieder am Haus. Ist ja auch logisch, weil wir hinter wieder statt nach Westen, nach Osten gelatscht sind. Oh Gott, jetzt geht wieder diese komische Musik los. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wenn man diese komische Trommelschläge da im Hintergrund in der Musik kommen, dann weiß man genau, dass Mr. Slenders irgendwo in der Nähe ist. Glaube ich zumindest. Habe ich mir zumindest so eingeredet. Ich weiß das überhaupt nicht. Aber dann hat man wenigstens was, woran man sich festkrallen kann, um sich an irgendwas zu orientieren, um sich auf irgendwas einstellen zu können. Und hier ist der Schlüssel, der ebenfalls eingeschlossen ist. Und da habe ich noch keine Ahnung, wie man jetzt... Wow. Renn, 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 renn. Bitte einfach nur rennen. Bitte einfach nur rennen. Weg, 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 weg. Ich habe keinen Bock auf Mr. Slenders. Überhaupt null Bock. Es ist noch ein... Hier ist ein Stall. Alter, war das das... Meine Herren. Entweder hier ist noch irgendwas... Meine Fresse. Habt ihr gerade diesen Schnee im Bild gesehen? Das ist hinterher immer genau das Zeichen, dass es Mr. Slenders auf dem Weg ist. Brauchen irgendwas Schweres. Das habe ich auch noch in Erinnerung, weil ich... Er ist rechts, er ist rechts, er ist rechts, er ist rechts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich, wie gesagt, ich spiele den ersten Part nicht ganz blind, weil... wegen den Aufnahmen und so weiter. Deswegen muss ich auch gerade, was wir jetzt noch ungefähr brauchen. Wir brauchen was Schweres, um so eine... um einen... Ach, wie nennt man jetzt die Dinger? Um so einen Querbalken, der von der Tür gespannt... so eine Querlatte aus Eisen, die von Gatter gespannt ist, zu zerstören. Damit man halt hinterher dieses Gatter öffnen kann. Sind hier jetzt noch Höhlen? Die tropfen? Natürlich wegen den Effekten und so weiter. Huch. Gottchen, oh Gottchen. Ich gehe jetzt einfach mal wieder stumpf nach hier hin. Ich weiß nur nicht, wo wir hier ankommen werden. Aber irgendwas Schweres müssen wir doch finden. Kann man nicht einfach so den Kopf von Mr. Slenders nehmen? Ich meine, der hat eh kein Gesicht. Halt die Backen, Wichser. Halt die Backen und hau ab. Ich meine, wie will der uns sehen? Der hat kein Gesicht. Der hat keine Haare, der hat einfach nur eine von Haut überspannte Kugel auf seinem Hals sitzen. Mehr ist das nicht. Das ist irgendwie ein bisschen stumpf. Hier seht ihr jetzt auch. Ah. Fick dich, fick dich, fick dich. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Das ist kein Witz. Würdet ihr meinen Herzschlag... Wie gesagt, also das ist echt ein Wunder, dass die... Alter, hat der Kerl nichts Besseres zu tun, als uns zu stalken? Also ganz ehrlich. I need something heavy to break this. Genau das meine ich nämlich. Wir brauchen etwas Schweres, um dies durchzubrechen. Und ich habe keine Ahnung, wo man das finden kann. Ah, dieser Mr. Slenders, ey, ohne Scheiß. Hat der echt nichts Besseres zu tun, als einem hinterher zu laufen? Er weiß auch... Gerade dieses Schild von dieser Matthew Manson, also von dieser Matthew Villa. Wahrscheinlich ist der Besitzer davon, ist irgendwann gestorben und haust jetzt als Untoter in diesem Wald. Das ist doch irgendwie immer so. Und zwar eigentlich, ich kenne keine Horrorgeschichte, in der das irgendwie nicht so wäre. Deswegen ich auch Horrorfilme immer ziemlich langweilig finde, weil der Plot ist irgendwie, keine Ahnung, Horrorfilme sind einfach nur offensichtlich. Und offensichtlich, unlogisch und einfach nur schlecht. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Wieder am Zaun. Okay, wahrscheinlich ist es
ist einfach nur dieses gesamte Stück einfach nur von diesem Zaun abgegrenzt, damit wir, also sodass wir quasi nur in diesem vom Zaun angespannten Territorium uns bewegen können. Mein Güte, Mann, du bist ein paar hundert Meter, du bist ein paar Meter nur gerannt. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt schon außer Atem bist. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Also ich fasse mal zusammen. Wir haben jetzt diesen Schlüssel gesehen. Sind wir wieder hier? Okay. Oh Gott, da hinten ist er. Oh mein Gott. Jetzt sind wir wieder im Haus. Perfekt. Hau. Ja. Ich hätte hier nichts zu tun. Ja, jetzt komm. Ja. Yo. Und das ist er. Yes. Und okay, dann speichert er immer nur so lange ab, bis man quasi erkannt wurde, wie just some empty barrels. Okay, aber es sind leere Fässer. Vielleicht kann man die vielleicht noch für irgendwas benutzen. Ja, dann sagt er mir das wieder. Das sind auf jeden Fall noch seine ganzen leeren Umzugskartons. Vielleicht haben wir auch irgendwas in unserem Besitz, das diesen Matthew einfach nur stört, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ihn stellt jetzt einfach. Ist er da? Nein. Ich glaube, ihn stellt einfach nur unsere Anwesenheit. Wir brauchen noch nur irgendwas. Boah, meine Güte, du bist ein paar hundert Meter gerannt. Wir brauchen noch nur irgendwas Schweres. Irgendwas, womit wir diesen komischen Balken da. Das bringt alles nichts. Könnt ihr euch noch an diesen Karren von vorhin erinnern? Diesen zweirädrigen. Das ist. Ich habe mir schon gedacht, dass man einfach sich diesen Karren krallen könnte und dann nicht einfach damit gegen das Gatter fahren könnte, aber das bringt das auch nicht, weil man sich den Karren nicht greifen kann. Ah, da kommt dieser. Hört ihr es? Ohne Scheiß, das ist so anstrengend, das Spiel. Wie gesagt, es zehrt richtig an seinen Kräften. Ist da hinten der Zaun? Nein, da hinten ist einfach nur Wald. Construction Zone. Aha. Kann es vielleicht sein, dass in diesem Wald irgendwas gebaut werden soll und dieser Mr. Matthew da strikt was gegen hat? Hier ist nichts Schweres. Kann man sich vielleicht in diesen Bulldozer hier setzen? Nee. Aha. It's light here. No need to waste my... I've almost lost all hope. I'm writing the story for anybody to find, just to let somebody know the truth behind what happened. My name is Cody Ferrier. I'm lost in the woods and I've been wandering for hours. It's the middle of the night and the battery of my flashlight are running low. I barely can see where I'm going, but these aren't the only problems I have. There's something wrong with the dark forest, which scares me. I feel like something's lurking in the dark behind the trees waiting for me. Thank God I found this little place where I can rest. Can't hide here forever, so I'm gonna go now. I've seen an entrance to the underground tunnels nearby. Maybe the tunnels will lead me
Meet you and exit. Found the underground tunnels key. Sehr schön. Hier ist doch hinten so ein Schraubenschlüssel. Ist noch. Konnte ich nicht einfach so einen Spaten nehmen und dann müsste das Länders damit einen überbraten? Ne, dann nehmen wir es wieder nur. Nee, sorry. Das wollte ich hier nicht. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal. Immerhin haben wir schon mal den Schlüssel für die. Wie heißt's? Für die Untergrundtunnel. Und es geht weiter in diesen Horrorwald. Oh Gott. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Locked from the other side. Okay, wahrscheinlich. Oh Gott. The Gaming 1590, was hast du mir damit nur angetan? Die Idee war saugeil. Danke dir so, wie es ist. Alter, danke für diese Idee. Und das ist jetzt kein Scherz. Ist echt mal was richtig erfrischend Neues. Es macht einfach nur Spaß. Also, dann ist jetzt hier dieses komische Haus. Wo bist du? Wo bist du? Ficken, 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 ficken. Ich habe jetzt keinen Bock wieder beim Haus anzufangen, weil der uns nämlich jetzt entdeckt, der speichert nämlich nur an bestimmten Punkten ab. Oh mein Gott. Na, fuck. Ohne Scheiß, was ist das für einer? Was dockt der uns die ganze Zeit? Der hat echt nichts zu tun. Und auch diesen Cody oder wie der hieß. Vielleicht finden wir den auch noch irgendwo. Underground Tunnel. Okay, aber wo ist jetzt hier der Eingang zu den Tunneln? Wenn man das jetzt bis auf das Sender sofort wiederkommt. Boah, ich bin schon richtig am Stottern. Alter Schwede, das geht ja mal gar nicht. Wo bist du, Drecksgestalt? Tja, fick dich. Ah! Mist. Yes. Hier sind wir wieder hier. Alter Schwede, das geht ja mal gar nicht. Ich würde mal sagen, dass ich dann jetzt noch bis zu diesem. Was stand da? Ach so. Okay, Underground Tunnel. Dann war jetzt doch hier dieses Schlimm mit dieser Welt. Wo war das denn jetzt nochmal? Dieses Schild mit. Also quasi diese Baustelle, wo war die denn jetzt nochmal? Wow. Okay, Mr. Slender Scott, eben kamst du aber echt. Ich verstehe. Ich verstehe. Das sind also nicht die Untergrundtunnel, sondern das ist irgendwas anderes. Alles klar. Dann langsam kriege ich diesen Überblick. Nur jetzt müssen wir erst noch wieder diese Baustelle finden. Dann müssen wir. Wow. Dann müssen wir zu den Tunneln. Weil das vielleicht hier irgendwo. Ne, da sind wir jetzt wieder. Ich bin mir ganz sicher, dass das direkt der Schlüssel zum Haus ist. Ganz ehrlich. Nervös, dass ich gar nicht weiß, was ich wirklich großartig sagen soll. Jetzt kommt diese Scheißmusik wieder. Boah. Ich habe auch den Dünner extra auf 50% bei Windows gestellt, damit die ganzen Effekte und so weiter ja gut zu hören sind. Damit ihr euch ja in meine Situation hineinversetzen könnt. Boah, bin ich freundlich. Oh mein Gott, ich brauchte nur diese Tunnel. Ach Quatsch, ich brauchte nur diese Baustelle. Wieder hier. Aber wo ist denn jetzt diese
Baustelle. Moment. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Bist du? Ja, das war's. Da sind wir wieder hier. Ah! Ja. Warum auch immer. Alter, renn doch! Oh Gott. Ich habe es einfach nur nicht mit, damit, mir Wege einzuprägen. Das ist gerade mein einziges Problem. Da wäre ich jetzt schon längst wieder an dieser scheiß Baustelle. Hätte diesen scheiß Schlüssel genommen und hätte dann jetzt einfach diese scheiß Untergrund. Diesen scheiß Untergrundtunnel einfach aufgeschlossen. Aber das geht ja einfach nicht so. Also, das geht ja nicht so einfach. Weil ich hier mit der AKLP zu tun habe. Der verplanteste Let's Player von ganz YouTube. Ja, da bist du. Scheißgeburt. Also wisst ihr was? Ich fand den jetzt einfach an dieser Stelle Schluss. Wir müssen einfach direkt dann im zweiten Teil dann wieder. Ah! Mist. Wow. Man darf nicht stehen bleiben. Man darf einfach nicht stehen bleiben. Yes. Und dann würde ich mal sagen, tschüss.